es juckt. Wieso juckt das so unter der Nase? Und dann entfolgt dieser Person einfach. Scheiß drauf, weg damit. Da habe ich mir dabei gedacht, Bräune. Oh, scheiße, ist das viel. Neidische Menschen kommen im Leben nicht weit. What's poppin? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Sorry wegen den Lichtverhältnissen. Ich habe echt versucht, jetzt irgendwie das hinzukriegen, aber irgendwie sieht es ganz, ganz weird aus. Und ich krieg's nicht besser hin. Und mein Gesicht ist so weiß, weil das obvious noch geschminkt ist und ich gerade hier Fake Tan aufgetragen habe. Loving Tan, by the way. Holt euch Snacks, holt euch einen Tee, holt euch irgendwas zum Entspannen. Wir machen heute mal wieder einen Girls Talk und zwar ein Get Unready With Me. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was euch interessiert, zu was ich meine Meinung sagen soll. Und ihr habt mir ein paar Themen genannt, über die wir jetzt einfach zusammen quatschen. Und ich schmink mich währenddessen ab, zeige euch so ein bisschen meine Abschminkroutine, die sowieso jetzt ein bisschen anders ist, weil ich normalerweise anfange, mein Gesicht zu waschen. Ich zeige es euch aber extra. Also hier, ich habe das Formel Skin Set, also einmal mit der Reinigung, mit der Formel und mit der Creme. Normalerweise wasche ich mein Gesicht damit und dann kommt das hier. Aber ich dachte mir, es ist blöd jetzt im Dings zu stehen, im Badezimmer und mein Gesicht halt auszuwaschen. Deshalb dachte ich mir, jetzt machen wir die Haare mal zurück. Ich habe nämlich sowas zu Hause. Ich habe das schon länger zu Hause, okay? Ich habe es einfach nie benutzt. Das ist irgendwie so ein Abschmink. Sorbet. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht so genau, wie es funktioniert. Da steht auf jeden Fall drauf, man soll das so einreiben und dann eine Minute lang und dann kann man das abwaschen. Und während ich das einreibe, kann ich ja dann mit euch quatschen. Ich hoffe nur, ich brauche ein Handtuch. Praktisch. Ich bin gerade auf meiner Couch gelegen. Hab auf meiner Couch gelegen? Bin oder hab? Jedenfalls war ich auf der Couch und dass meine helle beige Couch, da wo du jeden Fleck siehst, natürlich keinen Selbstbrenner abbekommen, habe ich überall Handtücher ausgelegt, was jetzt sehr praktisch ist, weil ich habe auch einen hellen Teppich und wenn hier irgendwas runtertropft, dann wäre das nicht geil. Ich habe mir schön alles hier hergerichtet. Geil. Ich freue mich richtig auf den Girls Talk jetzt mit euch. Und ich freue mich natürlich auch auf eure Kommentare. Es ist immer natürlich nicer, wenn da so ein Austausch ist und ihr auch eure Meinung zu dem Ganzen sagt. Kennst du Neid in der Form, dass man es trotzdem gönnt, aber enttäuscht ist, es selbst nicht schaffen zu können? Ich habe, ich glaube in den letzten, wie alt bin ich jetzt? Sagen wir mal mindestens in den letzten 6 Jahren, habe ich sowas wie Neid null empfunden. Für niemanden, für gar nichts. Wenn, dann war ich immer nur inspiriert und dachte mir, boah, geil, das will ich auch schaffen. Also ich habe mich nicht davon runterziehen lassen, sondern ich habe mir gedacht, was macht die Person anders als ich? Oder wie sieht der Tagesablauf von der Person aus? Und wie kann ich das so umwandeln, dass ich das auch schaffe? By the way, ich mache mir schon mal hier meine Fake Lashes runter. Das sind so halbe Fake Lashes, die gibt es leider nicht mehr, die hat mir meine Mama zu Weihnachten noch geschenkt. Das sind die von Essence, die kann man nirgendwo mehr kaufen. Was soll der Scheiß eigentlich, Essence? Du machst mich süchtig nach diesen Dingern und dann produzierst du das einfach nicht mehr. Was soll das? Wenn es sich preislich nicht lohnt, dann mach teurer. Aber nicht einfach nicht mehr produzieren. Das ist ja die größte Scheiße. Wieso macht die Make-up-Industrie sowas? Das regt mich ja schon wieder auf. Aber ich muss tatsächlich sagen, und jetzt weiß ich halt nicht, wie ich das formulieren soll, ohne dass ich zu viel preisgebe. In meiner jetzigen Situation, in der ich bin, habe ich dieses Gefühl wie Neid gehabt, beziehungsweise war es nicht so richtig Neid, sondern es war so dieses, ich gönne dieser Person das von Herzen und ich möchte das auch so gerne haben, aber ich habe es halt gerade nicht und ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, ohne dass ich gerade irgendwas, sorry dafür, für dieses Rumgedrücke. Ihr wisst, ich hasse sowas, aber in diesem speziellen Fall kann ich es leider nicht anders sagen. Einfach, weil ich halt alleine bin und gerne jemanden an meiner Seite hätte, mit dem ich das durchstehe oder einfach auch diese Zuneigung, diese Liebe gerne hätte und das halt einfach nicht geht. Und das dann für mich so ein bisschen schwierig ist, wenn ich das bei anderen Personen, sag ich jetzt mal, sehe, dass sie das haben können. Das macht mich so ein bisschen traurig, aber nicht, weil ich das den Personen nicht gönne, sondern einfach nur, weil ich mir das für mich selber wünsche. Und das halt was ist,
wo ich nicht an mir arbeiten kann oder wo ich irgendwie meinen Tagesablauf ändern kann, weil ich einfach, wie du ja auch in dieser Frage formuliert hast, ich kann das nicht einfach schaffen oder ich kann das nicht alleine schaffen, sondern es muss halt jemand kommen, der zu mir passt und vor allem jetzt auch in meiner Situation, für mich ist das ja nochmal, für die Frauen ist es ja immer nochmal ein bisschen schwieriger, wenn man Single Mom ist, sag ich mal, weil mein ganzes Leben ändert sich. Mein Lebensmittelpunkt, meine Nummer eins ist mein Sohn. Vor allem die ersten Monate habe ich ja keine Zeit für einen Mann, also das funktioniert einfach nicht. Und deswegen macht es das alles ein bisschen schwierig. Und deswegen verstehe ich, glaube ich, diesen Ansatz, dass wenn man weiß, man kann das nicht erreichen, dass man diesen Neid verspürt. Aber ich denke mir dann trotzdem auch, es wird die Zeit kommen. Es wird keinen Menschen auf dieser Welt geben, den ich so liebe wie meinen Sohn. Und ich glaube, dass ich das aber erst nochmal so richtig verstehe, wenn ich meinen Sohn in den Armen halte und wenn ich ihn dann geboren habe. Und dieses krasse Gefühl und ich glaube, diese Liebe verändert mich auch nochmal und vielleicht auch meine Sichtweisen. Eventuell brauche ich erstmal das, also muss ich erstmal erfahren, was richtige, bedingungslose Liebe ist, um den richtigen Partner dann zu finden. Wisst ihr, wie ich das meine? Vielleicht ist einfach jetzt gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt für mich, das zu bekommen. Ne, versteht mich nicht falsch. Meine Priorität ist absolut mein Kind. Absolut. Ja, deswegen ist es vielleicht jetzt einfach nur nicht an der Zeit für mich. Aber es wird kommen. Ich werde nicht für immer alleine bleiben. Und zu einem anderen, ich weiß halt nicht, in welcher Situation du bist gerade oder wie du das gemeint hast. Aber Neid ist niemals was Gutes. Neidische Menschen kommen im Leben nicht weit. Soll ich mir das jetzt einfach so ins Gesicht schmieren oder was? Es riecht übrigens gut. Melt Makeup and Smooth Skin with Refreshing Papaya Sorbet. Hey, das ist wie Wachs. Guck dich mal das an. Also ich weiß ja nicht. Und ich glaube, ich mache das falsch. Oh Gott, Leute. Ist das mein Ernst? Was habe ich mir dabei gedacht? Anstatt dass ich einfach kurz ins Bad gehe, ich muss das ja eh abwaschen, anstatt dass ich einfach kurz ins Bad gehe und mich mit meinen normalen Dings, ist auch gar nicht, wie ich meine, soll ich das auf die Augen schmieren oder was? Hat das schon mal jemand gemacht? Funktioniert das so? Ich mache das safe falsch. Ich benutze, glaube ich, auch viel zu viel davon. Oder? Habe ich mir eine Scheiße jetzt auch noch in die Haare geschmiert? Fühlt sich an wie eine Maske, aber ich bin ja noch geschminkt, deswegen fühlt sich es irgendwie falsch an. Ich schmier das jetzt einfach auf meine Augen auch. Scheiß drauf. Jetzt sehe ich ja gleich nichts mehr, oder? Oh Mann. Oh Mann. Aus, cute. Sieht cute aus. Das juckt. So, also, ich habe das jetzt auf meine Augen auch geschmiert. Da auf das auch noch, weil anscheinend kann ich ja trotzdem noch was sehen. Au! Okay. Ich glaube, ich benutze trotzdem jetzt gleich mein Reinigungsdings. Aber es riecht gut. Kann auch nichts sagen. Alter, das juckt. Wieso juckt das so unter der Nase? Ich glaube, ich warte keine Minute. Ich glaube, die Minute ist schon vorbei. Uno momento. Also, wenn irgendwer weiß, wie sowas funktioniert, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, weil das kann nicht richtig gewesen sein, was ich da veranstaltet habe. Guck mal auch, wie rot mein Gesicht ist. Also, dann geht's weiter mit einem Buttypad. Dieses Tonic Water habe ich zugeschickt bekommen. Ich probiere es einfach aus. I don't know. Ich habe momentan, meine Haut ist momentan, hoffentlich verschreie ich es jetzt nicht, aber meine Haut ist momentan richtig schön. Also, ich habe keine Unreinheiten. Ich bin richtig happy. Vielleicht liegt es auch an den Formel Skin Produkten, aber ich bin einfach nur richtig happy mit meiner Haut. Egal, was ich benutze für meine Haut, und das ist bei mir echt krass, weil ich eigentlich so empfindlich bin, aber egal, was ich benutze, meine Haut sagt so, okay, ist okay. Das sieht auch richtig geil aus, gell, mit meinem roten, rot-weißen Gesicht und dann dieser Selbstbräuner-Körper. Aber da kommt jetzt auch gleich noch Selbstbräuner, den klatschen wir auch noch gleich drauf. Dann habe ich hier meine Formel Skin Formel, also die praktisch extra auf meine Haut und Schwangerschaft etc. abgestimmt ist. Das ist schon fast leer, wie ihr seht. Ich benutze es wirklich jeden Abend. Und ich habe das Gefühl, dass meine Haut wirklich ebenmäßiger dadurch geworden ist. Also, das war auch mein Ziel. Ich habe das angegeben.
als Ziel, dass halt meine Haut, dass mein Teint ebenmäßiger wird. Ich habe so empfindliche Haut, guckt euch mal das an. Ich mache so und mein ganzes Gesicht ist rot. Wie krass ist das bitte? Meine Haut ist ja anscheinend schon durchblutet, wenn ich nur so mache. Sag mal, ist jetzt das normal? Habe ich immer so rote Haut? Oder ist sie gerade extrem rot? Weiß ich jetzt nicht. So, dann haben wir hier Augencreme. Ich habe Vitamin C Bright Augencreme. Angeblich soll das die Schatten unter den Augen besser machen. Sehe ich jetzt nicht so, aber ich mag sie trotzdem. Weil sie halt viel Feuchtigkeit gibt. Und vielleicht macht es ja wirklich besser. Ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich die nicht benutzen würde. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Jedenfalls benutze ich die. Ich glaube, ich habe die schon 3-4 Mal nachgekauft oder so. Seit über einem Jahr benutze ich die. Sieht auch schon voll fertig aus. Ich habe schon das neue Paket für den neuen Monat ist schon da. Es ist nur der Scheiß, dass ich hier überall Selbstbrenner habe. Jetzt kann ich das nicht so verteilen, wie ich es eigentlich machen würde. Und Gesichtscreme für die Feuchtigkeit. Und schön auf die Ohren. Schön mit dem Selbstbrenner vermischen. Das ist richtig geil. Ja. Genau. Macht es so oft ihr dran denkt, am besten jeden Abend, ich denke auch nicht jeden Abend dran, aber so oft ihr dran denkt, so eine kleine Gesichtsmassage und zwar von innen nach außen mit Druck. Am besten ist es, wenn ihr noch so ein Rosenquarz-Dings habt, Roller oder keine Ahnung, hatte ich auch mal, aber ist irgendwie verloren gegangen. Und seitdem habe ich mir keinen mehr gekauft. Also so nach außen, um praktisch die Durchblutung anzuregen, weil wir wollen ja jung bleiben. Wir wollen, dass unsere Haut jung bleibt. Und wenn sie jeden Tag durchblutet wird, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass die Haut natürlich dann länger straff bleibt. Wie, Alter, guck mal bitte, wie rot ich bin. Ich sehe aus, als hätte ich keine Ahnung, was mit meinem Gesicht gemacht. Und wenn ihr schön feuerrot seid, wisst ihr, dass ihr alles richtig gemacht habt. So, dann geht es weiter mit dem Hals. Hier zupfen. Vielleicht beantworten wir auch nochmal zur Abwechslung eine Frage. Wie gehst du mit Situationen um, in denen du Angst, Zukunftsängste etc. hast? Ich überlege mir tatsächlich, wie real die Angst ist. Angst ist ja eigentlich immer nur ein Produkt unserer Fantasie. Aber je nachdem überlege ich mir einen Plan dazu. Also sprich, was kann ich tun, um die Situation zu verbessern oder um eben nicht mehr so viel Angst zu haben. An was kann ich arbeiten? Kann ich mir noch einen Nebenjob suchen? Kann ich, also falls es um Geld geht oder so, kann ich mich in meiner Arbeit irgendwie weiterbilden? Kann ich irgendwie eine Beförderung anstreben? Wisst ihr so, es gibt Möglichkeiten. Du kannst dir einfach wirklich Lösungen für die Probleme überlegen und das hilft mir zum Beispiel, dann mit sowas klarzukommen. Ja, und dann ist es auch ziemlich schnell wieder weg. Vor allem bin ich der Meinung, dass man sich um Probleme erst kümmert, wenn sie eintreten. Und vorher macht es irgendwie keinen Sinn, sich deshalb so zu stressen und Gedanken zu machen und oh mein Gott, und was ist wenn und so, vielleicht passiert es gar nicht, vielleicht tritt der Fall gar nicht ein. Und dann hast du dich völlig umsonst gestresst, hast dir ein paar Stunden schlechte Laune gemacht, machst dir dein Leben schwer. Wenn es soweit ist, kümmerst du dich um das Problem. Und bis dahin lebst du im Hier und Jetzt. Es bringt dir nichts, in der Zukunft zu leben, es bringt dir nichts, in der Vergangenheit zu leben. Das ist super, super schwer und ja, du musst an deine Zukunft denken, aber fixier dich nicht so drauf. Guck, was du jetzt im Moment machen kannst und dann machst du das, um dir eine bessere Zukunft zu schaffen. Mach einfach genau jetzt im Moment das Beste. Zum bestes Beispiel. Ich möchte dieses Jahr, ich habe mir das als Ziel gesetzt, möchte die 100.000 auf YouTube schaffen. Endlich. Dementsprechend muss ich was tun dafür. Dementsprechend lade ich ja auch eigentlich 2 Videos pro Woche hoch und versuche das irgendwie so hochzuhalten, dass ich es irgendwie hinkriege. Und jetzt gerade abends war ich wieder müde und ich dachte so, boah, und jetzt noch hier hinsetzen, anstatt einfach meine normale Abschminkroutine zu machen, die mich dann 5 Minuten nur kostet, mich jetzt hier eine Stunde hinzusetzen, zu reden und bla bla bla. Ich will nicht und ich habe keine Lust. Es ist 22 Uhr, ich muss morgen früh aufstehen, aber ich habe Ziele und dementsprechend mache ich jetzt was dafür, dass ich diese Ziele erreiche. Also wisst ihr, wie ich meine? Also du musst jetzt im Moment das machen, das dich an deine Ziele bringt. Wenn du immer dein Bestes gegeben hast, dann kannst du dir niemals was vorwerfen. Also auch wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich, okay, aber ich habe mein Bestes gegeben. Dann ist es halt so, dann habe ich es nicht geschafft, aber dann kann ich weiterhin dran arbeiten. Und ich denke, so bekommt man auch so krasse Zukunftsängste in den Griff. Also ist zumindest bei mir so gewesen, weil ich war auch jemand, der sich extrem viele Sorgen um die Zukunft gemacht hat. Also bin ich
finanziell abgesichert? Kriege ich einen Job in dem Studium, das ich gemacht habe? Ist es schlau, dieses Studium zu machen? Ah nee, ich mache lieber ein duales Studium, weil dann habe ich eine Ausbildung und ein Studium gleichzeitig. Dann in meinem Job, den ich dann nach dem Studium hatte, ah ja, und ich will befördert werden und ich will das in einem Jahr schaffen und schaffe ich das und kann ich das dann so machen und so machen, und ich habe mir immer so einen Stress gemacht und das macht einen einfach nicht happy. Gar nicht. Okay, ach scheiße, ich wollte eine Maske drauf tun. Oh Mann. Eigentlich, aber es muss man halt vor der Creme machen. Sag mal, spinne ich eigentlich? Eigentlich wollte ich noch so eine Tuchmaske drauf machen. Ich finde die ganz geil. Die ist von 48 Grams. Biomembranmaske, tiefe Feuchtigkeit. Ja, das war wohl nix. Dann halt nicht. Weiter geht's mit Rizinusöl. Und zwar habe ich nämlich vorher immer so ein Wimpernserum benutzt, aber da sind ja Hormone drin in solchen Wimpernseren. Und dementsprechend mache ich das jetzt nicht. Das sollte man ja so schon nicht machen, wenn man nicht schwanger ist. Und wenn man schwanger ist, wahrscheinlich erst recht nicht. Keine Ahnung. Ich habe meine Ärztin noch nicht gefragt, ich habe es einfach gelassen. Ja, ich habe gehört, Rizinusöl soll auch gut sein. Ich benutze es nicht regelmäßig. Keine Ahnung. So, hätte ich jetzt den Selbstbräuner vorher oder nachher auftragen sollen? Weiß man jetzt nicht, gell? Wieso geht denn das hier so nach unten? Also, dann kann man ja Schatten unter den Augen haben. Es ist ja okay, okay? Aber dann muss das auch noch so nach unten gehen? Geh halt wenigstens nach oben. Was soll denn der Scheiß? Hast du auch schon mal Männer angeschrieben oder lässt du dich ansprechen oder anschreiben? Ich habe tatsächlich lange, lange Zeit gedacht, ich schreibe niemals einen Mann an, das habe ich gar nicht nötig und bla bla bla, und bin so auf meinem hohen Ross gesessen und dachte so, nee, wenn ein Typ was will, dann soll der mich anschreiben und nicht andersrum. Mittlerweile denke ich mir, scheiß drauf, wenn ich jemanden gut scheiß drauf. Wenn ich jemanden gut finde, dann schreibe ich den an. Ist mir doch scheißegal. Und wenn er nicht zurückschreibt, auch scheißegal, weil in einer Woche habe ich ihn eh vergessen. Girls, man muss sich nehmen, was man will, okay? Das fliegt einem nicht zu und es wird einem nicht geschenkt. Nehmt euch einfach, worauf ihr Bock habt. Und es ist scheißegal, ob ihr den angeschrieben habt oder ob er euch angeschrieben hat oder keine Ahnung. Vielleicht jetzt nicht mit, hey, wie geht's? Das wäre jetzt vielleicht nicht so geil. Sondern überlegt euch irgendwie, guckt die Story an und überlegt euch irgendwie, was ihr dazu Cooles schreiben könnt. Und keine Flammen-Emojis oder sonst irgendeinen Scheiß, okay? Sondern, keine Ahnung, irgendwas, was halt Sinn macht. Weiter geht's dem Face Tan. Und da habe ich einmal auch von Loving Tan den Deluxe Gradual Tan. Extra fürs Gesicht in Dark. Der ist richtig geil. Ich will mir den auch noch in größer kaufen. Aber ich benutze tatsächlich nicht so oft Selbstbräuner, beziehungsweise meistens den hier, weil ich den einfach in meine Creme mit reinmischen kann und dann einfach so ein, zwei Tropfen nehme und dann habe ich immer so eine gewisse Grundbräune. Oh, scheiße, ist das viel. So, den Hals. Oder einfach, ich hätte das Rizinusöl einfach gar nicht benutzen sollen. So sieht es nämlich aus. Oh. Scheiße. Das wasche ich lieber direkt ab. So, wie komme ich jetzt hoch? Ohne Hände und mit diesem Bauch. Scheiße. That's it. Das war's. Meine Abschminkroutine. In ungefähr, meine Haut beruhigt sich dann auch ungefähr in der Stunde, dass sie dann nicht mehr rot ist. Aber wir machen noch eine Frage. Wirst du negativ von Social Media beeinflusst? Null. Gar nicht. Guck mal, ganz viele Leute, also ich folge ja nicht vielen Leuten, nicht 70 sind es jetzt momentan. 10 davon sind Meme-Seiten von diesen 70 Accounts, denen ich folge. Das Ding ist, manche denken, ich mache das, weil ich cool sein will, weil wenn man nicht so vielen Leuten folgt, dann ist man voll cool. Nein, es geht nicht ums Coolsein und es geht auch nicht darum, wie das aussieht, dass ich nur wenigen Leuten folge und denke, ich bin irgendwie was ganz Besonderes. Nein, sondern es geht einfach darum, ich einfach keinen Leuten folgen möchte, mit denen ich nicht befreundet bin oder die mich inspirieren. Also es gibt ganz wenige Accounts, die mich wirklich inspirieren und wo ich mir denke, ah, ich finde es schön, was sie macht, folge ich einfach nicht vielen. Es ist so wichtig, ich verbringe so viel Zeit auf Social Media und wenn ich meine Timeline öffne, dann sehe ich entweder Memes, die mich zum Lachen bringen, oder ich sehe Girls, die, also von Girls, die Stories, die ich einfach schön finde, die ich inspirierend finde, die ich gerne anschaue und die halt auch real sind.
oder halt eben nur Ästhetik sind und nicht real, sowas finde ich schön. Und alles andere möchte ich einfach nicht sehen. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie, weil ich entfolge dann auch Leuten, mit denen ich zum Beispiel nichts mehr zu tun habe oder halt gar keinen Kontakt mehr habe, weil mir der Content halt, weil es einfach nicht meine Art Content ist, die ich gerne angucke. Das hat dann auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie böse auf die Person bin oder dass man jetzt streitet oder keine Ahnung was. So, ich entfolge den Personen einfach, weil ich halt nur den Stuff von meinen Freunden sehen will, weil ich sehen will, was die so machen und von Leuten, die mich inspirieren. Und alles andere auf Social Media blende ich aus. Ja, deshalb wurde ich noch nie negativ von Social Media beeinflusst. Und auch wenn ich wunderschöne Frauen sehe, dann triggert mich das auch nicht. Also ich weiß, es gibt 1 Million Frauen, die 1 Million mal hübscher sind als ich. Es gibt 1 Million Frauen, die einen besseren Körper haben als ich, aber die sind ja nicht ich. Vielleicht hat diese schöne Frau, die dich irgendwie dann triggert oder weswegen du dann Selbstkomplexe hast oder sowas, vielleicht hat die einen Knall oder vielleicht ist sie nicht so intelligent oder vielleicht hat sie ganz schlimme Dinge erlebt. Du weißt nie, was die Geschichte von jemand anderem ist. Deswegen kannst du dich niemals mit jemand anderem vergleichen. Deswegen denke ich mir einfach, wenn ich eine andere schöne Person, denke ich mir, wow, krass. Die finde ich richtig, richtig hübsch. Und ich denke mir dann nicht, oh, also jetzt fühle ich mich schlechter, weil die so hübsch ist. Sowas habe ich einfach nicht. Und wenn ich einen Körper sehe, der besser ist als meiner, dann denke ich mir, wow, geil, was ist die so? Wie oft trainiert sie? Wie trainiert sie? Lass mal da was abgucken, dass ich das auch hinkriege. Also, ne, immer inspirieren lassen, motivieren lassen und nicht das negativ sehen. Und wenn euch irgendwer negativ beeinflusst auf Social Media, dann entfolgt dieser Person einfach. Scheiß drauf, weg damit. Gebt euch den Scheiß einfach nicht. Und stalkt keine Menschen, die nicht gut für euch sind. Das tun wir alle. Ne, ich auch. Ich auch. Wenn ich verliebt bin oder so, ganz schlimm. Dann gucke ich da alles an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir sowas öfter machen sollen. So ein Girls Talk, Get Unready With Me. Vielleicht teste ich auch neue Produkte für euch. Wir können ja irgendwie so ein Format draus machen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und auch, wie ihr die ganzen Themen seht. Also wir haben ja jetzt nicht so viele Themen besprochen. Aber vor allem auch mit diesem Unfollow auf Social Media und sowas. Würde mich interessieren, welche Accounts inspirieren euch, würde mich auch interessieren, die würde ich dann auch gerne mal angucken. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video anguckt und fühlt euch geknutscht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions. But somehow it came to an end.